Nein, wenn man sich vorstellt, dass du jetzt ein verheirateter Mann bist, Jürgen, und dann noch mit Hedda Gabler, denk nur, die so viele Verehrer hatte. Ja, ja, ich glaube auch, dass ich in der Stadt jetzt immer gute Freunde habe, die mich ordentlich behalten, was? Morgen, Fräulein Tessmann, wie nett. Guten Morgen, liebe Hedda. Na, hat die junge Frau in ihrem neuen Heim gut geschlafen? Danke, ganz erträglich. Ganz erträglich? Du bist witzig, Hedda. Als ich aufgestanden bin, hast du noch geschlafen wie ein Murmeltier, was? Eigentlich finde ich jetzt etwas seltsam von ihrem Mann. Von meinem Mann? Was? Dass er nicht selber herkommt und nach seinem Freund schaut. Auf Wiedersehen. Ich habe gerade eben geschrieben. Du Herr, ich habe Sie heute Abend zu uns eingeladen. Aber heute Abend kommen Sie zu meinem Herrenabend. Das haben Sie mir gestern versprochen. Hast du das vergessen, Tessmann? Ich habe Schulden gemacht. Ich habe mir sogar bei Tante Jule Geld geliehen. Herrgott nochmal! Der Lehrstuhl war mir so gut wie versprochen. Was? Na, na, na. So war es abgemacht. Dass wir Gesellschaften geben. Ein offenes Haus für. Den Diener kriege ich jetzt natürlich erstmal nicht. Nein, wohl nicht. Und das Reitpferd? Nein. Er hat gesagt, als sie sich trennten, da hat sie versucht, ihn mit einer Pistole zu erschießen. Ein halbes Jahr. Immer und ewig mit einem und demselben Menschen zusammen zu sein. Ja, von früh bis spät, man stelle sich das vor. Sie sind nicht wirklich glücklich. Ich weiß nicht, warum ich das sein sollte, glücklich. Ach, lieber Richter. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie tödlich ich mich hier draußen langweilen werde. Du willst dich wieder in der Stadt niederlassen, wie man hört. Was? Ja, das stimmt. Mhm. Ich habe dein neues Buch gekauft. Ich hatte noch keine Zeit, darin zu lesen. Das kannst du dir sparen. Für mich nicht, danke. Also, komm schon. Ein bisschen kalter Punsch ist jetzt nicht giftig, soweit ich weiß. Für manche schon. Hedda Gabler. Na, pst. Beantworte mir nur eine einzige Frage, Hedda. Na? War es mir gegenüber auch keine Liebe? Keine Spur, nicht einmal ein Hauch von Liebe? Das war's also! Das auch! Auch! Glaube nicht! Freundschaft? Aus Gier aufs Leben? Warum haben Sie mich nicht erschossen, wie Sie drohten? Ich habe zu viel Angst vor dem Skandal.